Jo, hallo und servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Simulanten. Wir spielen wieder Elite Dangerous und haben hier gerade ein paar Kunstgegenstände eingesackt. Wir sind aber immer noch auf der Suche nach diesem seltsamen General. Und ich werde jetzt die Folge nochmal versuchen, den zu finden. Frameshift Drive charging. Und dann noch diese Kunstgegenstände an irgendeinem Schwarzmarkt zu verticken. So, also vielleicht doch unidentifizierte Signalquellen. So, jetzt, hier war doch ganz viel in der Nähe. Das kann doch nicht weg sein. Aber wir fliegen schon wieder so schnell. Ah, hier ist eine Signalquelle. Dann fliegen wir doch gleich mal dahin. Schau mal, ob sich der Kriegsheld dahinter verbirgt. Wahrscheinlich ist er auch noch mit Kumpels unterwegs. Ich mein Glück kennen. Was haben wir hier noch? Stark, hä? Ne, stark wird es auf keinen Fall sein. Wir suchen... Ich gehe mal davon aus, dass wir ein Schiff suchen. Also müsste entweder schwach oder unidentifiziert sein. Und weil es ein Pro ist, wird er wahrscheinlich ein bisschen verdeckt fliegen. Deshalb unidentifiziert. Was haben wir hier noch? Noch eine. Okay. Da ist gerade einer vorbeigedonnert an uns. 2, 1 und zack. Ich sehe drei Schiffe. Eine Cobra. Kento. Der ist gesucht. Target Shields online. Julie May. Gesucht. Scan detected. Keine Sorge, das Scan tut nicht weh. Ja, das glaube ich dir, aber. Ach scheiße, ich habe illegale Fracht. Das ist nicht gut. Aber die sind gesucht, die sind bösartig. Ich habe ja mittlerweile was geladen. Da schaue ich schnell, dass ich mich verdünnisiere. Frameshift Drive charging. 4, 3, 2, 1, engage. Kann ich mal einer nur da sein? Schau mal, wie schnell man immer direkt ist, wenn man hier rauskommt. Kann man dann gar nicht die anderen Sachen identifizieren. So, wir fliegen mal wieder in diese Richtung. Ah, hier ist noch eine. Sehr gut. Ich glaube immer, wenn man tatsächlich ein bisschen vom Gas geht, findet man diese Dinger auch. Komm, jetzt gib mir diesen Typen endlich. Hier ist eine Schwache. Falls da jetzt nichts Wichtiges drin ist, dann gucke ich nochmal. Nicht, dass wir immer in den falschen Signalquellen suchen. Tippe ich halt einfach mal den Namen von dem Typen in Google ein. Müsste mir das schon was liefern. Oh nein, nicht doch jetzt. Oh, das ist jetzt schon wieder nervig. So. Oh, nein. Das ist aber hartnäckig, das Ding hier. Oh. Zappel doch nicht so. Junge.
Ah ja, das war gut. Und zack, geschafft. Super. Jetzt müssen wir wieder an das Ding ranfliegen. Das ist echt zum Kotzen. Ständig wollen mich hier Typen abfangen. Irgendwie kommt mir das in letzter Zeit ein bisschen mehr vor als sonst. Ich meine, wenn wir einen auf Kopfgeldjäger machen, dann könnten wir uns einfach fangen lassen. Dann wären wir quasi so eine Art Lockvogel für die. Vielleicht suchen die mich jetzt auch vermehrt, weil ich illegale Fracht geladen habe. Wer weiß, wer weiß. So, und rein da. So, ein Schiff. Oh, das sind schon wieder so viele. Sidewinder. Was? Arschrampenzeit? Willst du mich verarschen? Arschrampenzeit? Oh. Oh, fuck. Silent running. Ich hab illegale Scheiße geladen. Thermal signature restored. So, ich habe jetzt mal den Kühlkörper rausgehauen. Heatsink deployed. Frameshift drive charging. 4, 3, so. 2, 1, engage. Damit ich dann gleich abdampfen konnte. Puh, ich darf nicht vergessen, dass ich illegale Fracht habe. So, jetzt braucht natürlich mein Schild wieder ein bisschen, bis es aufgeladen hat. Ach, wo versteckt sich dieser Typ denn? Wir machen mal auf langsam. Ich schau nochmal, wie der heißt. Ulavarpu. Das muss doch schon mal irgendjemand gemacht haben. Google Ulavarpu Elite Dangerous. Oh, da gibt's gar nicht so viel. Who is your NPC name? So, wo soll ich hier stehen? Ulavarpu? Da konnten wohl irgendwelche Founder einfach irgendwelche Namen für NPCs vorschlagen und ich habe den Typen wohl gerade gefunden. Das ist ganz witzig, jetzt sehe ich gerade ein Foto von dem. Ja, aber das nützt mir jetzt auch nichts. Weil ich den ja einfach gerne finden möchte. Warum ist jetzt die starke Signalquelle wieder hier aktiviert? Suchen wir halt doch mal in der starken. Warum ist da dieser blaue Pfeil? Das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Moment, kann ich schon rausdroppen? Hä? Echt jetzt? Nee. Ich dachte, ich hatte das aktiviert. Na super. Frameshift drive charging. Fahr gleich mal wieder hoch. 4, 3, 2, 1, engage. So, vielleicht hält er sich hier irgendwo auf.
Ulawarpu. Wo bist du? Zeig dich. Komm, gib mir irgendeine Signalquelle. Irgendwas. Komm, der ist bestimmt hier unterwegs. Ah, zack. So, komm, segeln wir gleich hier rein. Und hoffen jetzt mal auf den Glückstreffer. Da hätte mein Auftraggeber ruhig mal ein bisschen mehr Informationen springen lassen können, was den Aufenthaltsort anbelangt. Aber nö. Da sucht man nach den... Ach, das sind Schiffe. Ich dachte schon, was ist das denn? Sucht man schön weiter nach der Nadel im Heuhaufen. So, komm. Gib ihn mir. Ja, das sind schon... Das sind zwei Schiffe. Wobei, das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Howler. Andy's Love Bar, zumeist harmlos. Wird gescannt, sauber. Super. Und der andere Typ, der ist gerade im Kampfmodus. Der Viper. Panzerella, Neuling. Sauber. Scan detected. Frameshift Drive charging. Oh. So, ich muss ein bisschen Abstand kriegen. 4, 3, 2, 1, engage. Mann. So, ich suche jetzt nochmal. Vielleicht bin ich ja wirklich in den falschen Signalquellen. Elite Dangerous. How to find target. How to hunt down. How do I find assassination targets? Keep going to the signal sources. Einfach nur Signal Sources oder was, aber das ist ja alles. Thanks for the info. Unidentified. Ah ja, okay, also sie sagen alle unidentified. Na gut, dann suchen wir nach unidentified. Hier haben wir gerade nichts, nur schwache Starke. Theodore Kyle, ach, das ist diese andere Station. Schwach. Theodore Kyle. Hat Theodore Kyle einen Schwarzmarkt? Ach, jetzt hör halt auf. Du fliegst unter falscher Flagge, sagt er mir. Vielleicht sollte ich mich jetzt einfach mal fangen lassen. Oh, da war eine unidentifizierte Signalquelle. Ich hab's gesehen im Augenwinkel.
Oh, fuck. Oh. Da wäre ich jetzt fast in den Planeten gecrashed. Oh nein, ich habe doch gerade eine gesehen. Eine unidentifizierte. Scheiße. Na, warte mal, ich weiß, ich jetzt gucken wollte. Diese Search Station Services Black Market Current Location. Chibola. No results returned. Ich jetzt schon wieder. Willst du mich jetzt verarschen? Mal ganz ehrlich. Oh, weißt du was? Du kannst mich mal. Du bist keiner von uns. Ach, der greift mich schon an. Na super. Okay, dann hau mal die Waffen raus, Junge. Oh fuck, mein Schild ist schon fast unten. Stirb schon, du kannst mich mal. Komm jetzt. Oh, ich bin fast im Arsch, ne? Oh, fuck. Warum hat er mir jetzt denn so viel weggemacht, sag mal? Okay, ich werde sterben. Cannot comply. Oh nein, mein. Oh Gott. Gib Gummi. Junge. Der nächste Schwarzmarkt ist 24 Lichtjahre weg. Das ist ein schlechter Scherz, oder? Boah, Gott sei Dank, ich komme raus. Das war mal gar nichts. 3, 2, 1, engage. Mit was hat mich der Typ denn so schnell runtergeschossen, sag mal? Boah, super, jetzt habe ich hier diese illegale Fracht. Und ich müsste mich jetzt eigentlich mal reparieren. Kämpfen kann ich mit dem Ding nicht mehr. Was mache ich denn jetzt? Warte mal, ich kann die Scheiße doch rausschmeißen, oder? So, wunderbar. Dann kann ich jetzt auch hier zu Theodore Kyle fliegen. Weil wenn ich jetzt hier auch noch erwischt werde... Alter, warum hat er mich denn so schnell runtergeschossen? Was hat denn der für Waffen gehabt, sag mal? Ups. Puh. Da haben wir den Dropout gerade noch so geschafft. So, hier ist der Eingang. So, liebe Theodore Kyle, dann lass mich doch mal bitte rein. Docking request denied. Was? Achso, ich war wieder zu weit weg. Docking request granted. So, machen wir mal hier so ein interessantes seitliches Flugmanöver. Bam.
So, Landeplatz 6. Hail the Emperor. Heil dem Imperator. Das darf man ja in Deutschland nicht mehr sagen. So. Das böse Wort. Landing Gear deployed. Was ja an und für sich gar nicht böse ist. Denn wenn man eigentlich, wenn man zu jemandem Heil sagt, wünscht man ihm ja eigentlich, ja, nur Gutes. Docking successful. Engines disengaged. Aber das Wort wird wohl für immer belastet sein. So. Reparier mich mal bitte. Oh, das war teuer. So, was hast du denn an Ausrüstung? Sag mir bitte, dass du einen Frameshift-Unterbrecher hast. Dann bin ich schon glücklich für diese Aufnahmesession. Auch wenn wir diesen komischen Typen jetzt nicht mehr finden. So, was hast du alles? Ja, super, nichts. Ach, Mann, das ist doch echt nervend. Na gut, kann ich wenigstens Kartenmaterial verkaufen? Ja, immerhin. Woo! 8000 Credits. Okay, wir starten wieder. Und suchen noch nach ein paar unidentifizierten Signalquellen, in der Hoffnung, dass er irgendwo drin ist. Der alte Finne. So hört sich der Name zumindest an. Ship released. Engines engaged. Ship released. Engines engaged. Landing gear retracted. Oh, da kommt ein dicker Brummer. So. So, jetzt gib mich Signalquelle. Frameshift Drive Charging. Frameshift Drive Charging. 4, 3, 2, 1, Engage. So, wo können wir jetzt noch gucken? Na gut, fliegen wir mal wieder zum nach Chibola direkt. So, erstmal hier wieder aus der Kraft des Planeten rauskommen. Was haben wir hier? Ah, sehr gut. Ja, das passt ja. 3, 2, 1, go. So, komm, jetzt gib mir mal den Typen hier. Ah, das sind schon wieder zwei. Scheiße. Imperiales Flottenraumschiff. In Geschwader, sauber. Viper. John Rhombus. Nein. Nee. Nee. Frameshift Drive Charging. Störende Masse. Hoppla, da ist, habe ich mein Mikro angestupst. Engage. Mit einem flotten Raumschiff des Imperiums möchte ich mich nicht anlegen. So, ich habe gesagt, ich möchte wieder... Ach, hier ist ja der andere Planet mit der anderen Station. Gleich in der Nähe. Da gucken wir doch da noch vorbei. Was haben wir hier? Stark. Nein. Stark brauchen wir nicht. Brauche unidentifiziert. Ah,
Aber du wirst mir mein Glück nicht gönnen. Na gut. Dann eben auf zum Sternchen. So. Da, da, da. Hui. Oh, hier ist was. Ja. Komm, also, ich war jetzt schon in so vielen drin. Jetzt gib mir doch endlich mal diesen Typen. Wahrscheinlich werde ich sowieso voll abkacken. Aber ich möchte zumindest die Chance haben auf die 90.000 Credits. So. Zack. Oh, es sind schon wieder zwei. Na gut, vielleicht ist er zu zweit unterwegs. Es ist schon wieder ein imperiales Flottenraumschiff, oder? Kann doch nicht wahr sein. Kann doch alles nicht wahr sein. So, ein bisschen Abstand generieren. 4, 3, 2, 1, engage. So, und weiter. Auf der Suche nach unidentifizierten Signalquellen. Los, spawnt, zeigt euch. Oh, da ist eine. Oh, hier ist noch eine. Aber gut, die blaue war mir jetzt gerade so markiert. Vielleicht ist das ein Zeichen. Oder war das die gerade, wo ich drin war? Weil ich jetzt schon wieder so rasend schnell auf... Da war ich doch gerade drin, oder? Ja gut, jetzt gucke ich hier nochmal rein. Aber... Dann weiß ich wenigstens, was der blaue Pfeil bedeutet, dass ich daher komme. Weiter bin ich noch nicht von diesem Ding da unten weg. Kann ja nicht sein. So. Mach mal ran hier. Eins und zack. Naja, das sind... Ach nee, diesmal sind es drei. Interner Sicherheitsdienst. Sauber. Was kann der so? Eine Viper. Sidhurst. Scan detected. Sauber. Ja, Cody, ihr könnt mich gerne scannen. Ich habe nichts zu verbergen. Interner Sicherheitsdienst. Ah, das ist doch zum Kotzen. Frameshift Drive charging. Wie viele von diesen dummen Dingern muss man denn abklappern, damit dieser Typ endlich mal spawnt? 4, 3, 2, 1, engage.
wird man doch verrückt. So, dann halt wieder in diese Richtung. Ein neuer Kontakt, sagt er. Aber keine Signalquelle. Eine starke hätten wir hier. Was haben wir hier? Ach so, das ist Navigationssignal. Hä? Ich möchte doch gar nicht. Oh nein. Föderaler Agent. Ich bin in der falschen Gegend unterwegs. Willst du mich eigentlich verarschen? Das Ding gehört doch mir. Also meiner Chefin. Dachte ich zumindest. Gott sei Dank seid ihr alle zu inkompetent, mich hier rauszuholen. So. Na, 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 na. Zeig dich. Oh, eine unidentifizierte Signalquelle. Da kommt Freude auf. Da ist sie. Segeln wir da mal schnell hin. Und dran vorbei. Einmal ein kleines Wendemanöver. So. So, eine Viertelstunde habe ich noch. Dann muss ich ins Bett. Wäre jetzt kein Problem, wenn ich das irgendwie im Urlaub aufnehmen würde. Dann würde ich sagen, ich nehme da noch eine Folge auf, wenn ich den Typen nicht gefunden habe. Aber da der gute Media Maniac nicht nur von dem paar Euro YouTube-Geld leben kann und bei 149 Abonnenten sind sie im Moment, ist das echt nicht sehr, sehr viel. Also wenn ihr es genau wissen wollt, ich habe glaube ich aktuell knapp jetzt innerhalb von schon mehr als einem Jahr 50 Euro verdient. Leben kann man davon natürlich nicht, aber das hatte ich ja auch nie vor. Oh, da ist ein Schiff. Nein, da sind zwei Schiffe. Scheiße. Ja, und deswegen muss ich auch arbeiten gehen, ne? Und ich mache es ja auch gerne. Headbanger. Ja, der andere Typ ist bestimmt auch nicht der General. Sonst habe ich nämlich ein Problem. Oh, sorry. Meister. Ja. Oh, was ist hier los? Jetzt wird's interessant. Da sind gerade vier Schiffe gedroppt. Vulture. Okay, der ist gesucht. Eagle. Soll ich mich da einmischen? Na komm, bevor wir heute überhaupt keinen Spaß mehr haben. Waffensysteme aktivieren. Dann holen wir uns erstmal die Eagle. Under attack. Ja, so ein Wichser. Die Eagle ist halt ziemlich beweglich. Ja.
Vielleicht können wir uns den hier holen. Alter, wer schießt denn hier auf mich? Under attack. Target shields offline. Target shields offline. Shields offline. Taking oh nein, damage. Das wollte ich nicht. Alter, ich irgendwie halten meine Schilder nicht so viel aus, kann das sein? Okay, jetzt bin ich gleich im Sack. Ja, bumm. Eject. 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 Tja, da sind wir jetzt mal wieder gestorben. Warum hält denn mein Schiff nichts aus, sag mal? Spot the Maniac zerstört. Ja, das ist ja praktisch, dass der auch noch Spot the Maniac heißt. Ah, na super. Gut, ich kann mir mein Schiff für 21.000 Credits wieder zurückholen. Oh mein Gott. Was ist denn mit meinen Schildern los, sag mal? Warum halten die denn nichts aus? Die haben doch sonst mehr ausgehalten. So, ihr habt wahrscheinlich immer noch keinen. Was mache ich jetzt? Ich habe noch 10 Minuten. Circa. Na gut, sind wir mal wieder gestorben. War ja, glaube ich, insgesamt erst das zweite Mal. Was ist denn mit diesem imperialen Flottenraumschiff? Ich habe gemeint, es leistet mir hier richtig krasse Unterstützung. Aber nö. Ship released. Engines engaged. Landing gear retracted. So, komm, jetzt gib mir doch einfach mal diesen Typen hier. Damit ich wenigstens irgendwas geleistet habe. Sonst war das mal eine sehr deprimierende Aufnahmesession. Letzte Folge kaum was passiert, diese Folge kaum was passiert. Frameshift Drive charging. 4, 3, 2, 1. Ich habe jetzt schon so viele von diesen Scheißdingern abgeklappert. Das könnten die ruhig mal ein bisschen häufiger spawnen lassen. Das wird man ja verrückt. So, fliegt man mal wieder in Richtung des Zentralgestirns. In der Hoffnung, dass wir jetzt irgendwie noch eine unidentifizierte Signalquelle finden. Zwei schaffe ich, glaube ich, noch. Aber es will nichts spawnen. Na, komm schon. Gönn mir doch auch mal was. Gönn vor allem meinen Zuschauern was. Ah, sehr gut. So. Pushen wir uns da mal ran. Was haben wir hier noch? Noch eine. Komm, diesmal nehme ich Nummer 2. Das letzte Mal habe ich Nummer 1 genommen. Da habe ich gefailt. Jetzt nehme ich Nummer 2. So, was haben wir hier? Auch noch eins. Jetzt ist aber im Übermaß hier.
So, komm. Toi, toi, toi. Ich spucke auf meinen Bildschirm. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und go! Und es sind schon wieder zwei Schiffe. Das ist doch scheiße, ganz ehrlich. Und könnt ihr wenigstens was? Vulture, Acheron Hades und schon wieder ein imperiales Flottenraumschiff. Es kann doch nicht wahr sein. Frameship Drive charging. Ich habe kein Glück einfach. 4, 3, 2, würde mal interessieren. 1. Ich nehme mal an, dass das ja random mit irgendeiner Wahrscheinlichkeit funktioniert. Dass man zumindest mal erfahren würde, könnte, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man das Ding erwischt. Dann kann man sich es ungefähr ausrechnen. Ja, komm, dann fliegen wir doch jetzt mal nach Cibola 2. Da waren wir noch nicht. Wobei das ewig weit weg ist. Aber zumindest in die Richtung. Da sollte man doch irgendwas finden. Ein neuer Kontakt. Nichts von Interesse. Gott, ist das weit weg. Ah, was haben wir hier? Ah, sehr gut. Okay. Last try. Dann tut's mir leid. Aber dann meint's das Schicksal einfach nicht gut mit uns. Nee. Diesmal ist es Nummer 1. Ach, jetzt verarsch mich doch, oder? Boah, ganz ehrlich. Ich will jetzt hier in Ruhe noch in diese Signalquelle reingucken. Wäre das möglich? Vielleicht? Oh Junge, du kriegst es doch eh nicht hin. Gib dir doch keine Mühe. Siehst du? Sag ich doch. So, jetzt lass mich hier mal in Ruhe reinfliegen. Mann, 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 Mann. Please follow me. Christopher Silic. Ganz bestimmt nicht. Okay. Toi, toi, toi. Wahrscheinlich sind wieder zwei Schiffe drin. Da, da, da. Was haben wir hier noch? Nein, ich gerate nicht in Versuchung. Ich steuere jetzt dieses Ziel an. So. Oh, es sind drei. Wahrscheinlich wieder imperiales Flottenraumschiff. In einem Geschwader. Walcher, Maximilian heißt der Typ. Und der andere, Nummer 3. Jesse Kaukonen. Ja. Schade. Da machst du nix.
Dann muss ich den Auftrag leider abbrechen. Schade. 90.000 Öcken wären es gewesen. Gut. Dann war es das mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Auch wenn es nicht wirklich viel passiert ist. Naja, wobei, ich bin krepiert. Also, hallo. Wenn es euch gefallen hat, dass ich krepiert bin, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten Kommentar, Abo, würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, der Simulant, wir spielen Elite Dangerous. Macht's gut, bis bald und Servus.